Ja, herzlich willkommen zurück zu keiner Runde mit Dota 2, denn die Steam-Server wollen nicht so, wie wir wollen anscheinend. Der Einzige, der hier sehr viel Spaß hat, ist Florentin, weil er ja, ich verliere gerade gegen mittelschwere Bots. Es ist schwierig. Ja, wir haben uns ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich nur kurz die Grundlagen erklären, dann eigentlich ins Spiel starten und da so ein bisschen mehr erklären. Aber jetzt sind wir so ein bisschen gefangen in so einem Limbo der unmöglichen Anmeldung. Ich gucke mal ein bisschen in den Chat gerade. Ja, schauen wir mal. Gibt es da ein paar nette Tipps? Ja, ganz kurz, gib mir ein paar Tipps einfach. Was kann ich besser machen momentan? Weiß gar nicht, ich spiele nie Carry, ich spiele weder Anti-Mage noch irgendwas mehr, oder? Und das ist auch ganz wichtig, Ausreden. So, stimmt, ja? Ausreden. Ausreden sind ganz wichtig. Was, hau mal was raus. Also Krogmann ist anscheinend on fire, wie immer. Geilste Soundmann, die feiern alle Krogmann ab. Das ist doch gut. Ne? Sehr schön. Der hat jetzt natürlich jetzt ein bisschen die Show geklaut. Aber zu Recht. Springt in die Bresche. Und weißt du, was du machen musst, weil das ja Bots sind? Den kannst du ja trotzdem Befehle geben. Yes. Weißt du das? Nee. Zwar kann man ja pingen mit Alt und dann eine Maus. Das letzte Mal, als ich versucht habe, Alt zu drücken, bin ich komplett aus dem Programm rausgetappt und alles war kaputt. Okay, deswegen mache ich das so schnell nicht. Dann musst du einfach mal auf die drücken jetzt. Alt und auf pingen und so, dann kommen sie alle an. Und tatsächlich, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, Kommunikation ist ja eigentlich bei Dota, ist ja auch ein Teamspiel, ist ja auch nicht sehr wichtig. Gerade wenn man halt sich noch im relativ frühen Spiel befindet. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich als Anfänger immer ganz oft falsch gemacht habe, weil, wir haben ja vorhin gehört, man teilt sich als Heldengruppe eigentlich immer auf die drei Lanes. Und ganz wichtig ist es immer zu wissen, wo ist der Gegner eigentlich gerade. Und es ist immens wichtig, immer anzusagen, wenn gerade ein Gegner bei sich in der Lane fehlt. Also wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich spiele die ganze Zeit 2 gegen 2 auf meiner Lane, und plötzlich ist einer weg, der bleibt auch für 30 Sekunden weg, dann kann es sein, dass derjenige gerade unterwegs ist, um einen Hinterhalt zu kriegen. Und dann sollte man auf jeden Fall immer dem Team, dem Team Bescheid sagen, ey, hier unten fehlt jemand. Und das kann man mit der Alt-Taste machen, indem man oben einfach auf einen Helden klickt oder auch durch dieses wunderbare Kommunikationsmenü. Oder man ist im Rage-Modus und fängt einfach die ganze Zeit, wenn jemand Kacke gebaut hat, und das dann eine Minute lang. Bing, 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 bing. Das geht auch, stimmt. Kann man auch benutzen, um seine Teamkameraden zu schelten. Ja. Oder man brüllt einfach ins Mikro. Wie es auch viele Dota-Spieler machen. Ja. Ach ja. Das sieht ja schon mal recht gut aus hier bei dir. Ja, es geht eigentlich schon so. Wir halten. Genau so, genau das. So hört sich das dann an. Oh, ich hab eine Einladung bekommen von Tiki-Taki. Yes! Moment. Oh, aber hier geht's auch wieder. Oh, ich glaube, hier bewegt sich was. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, aber ich glaube, hier bewegt sich gerade was. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Ja. Steffen ist drin. Oh mein Gott, es geht los, Leute. Jetzt haben wir hier noch schnell Luftpumpe. Hier, Luftpumpe, komm mal rein in die Gruppe. Naja, ich bin unterwegs. Ich habe eine Anfrage geschickt. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt zu viel. Nee, einer fehlt noch, oder? Florentin fehlt noch. Warum? Du bist bei uns offline. Start das Spiel nochmal neu. Ich habe es gerade mal zum Gruppenleiter gemacht, Steffen. Danke. Es kann sein, dass es jetzt gleich losgeht. Also ihr müsst euch nur noch ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten, vielleicht nicht mehr lange. Dann geht's hoffentlich los. Sobald Florentin auch noch mit dabei ist. Dann können wir vielleicht auch noch eine halbe Runde schaffen. Okay, ich bin wieder online. Nein. Wie sieht's aus? Nein. Ach komm, das kann doch nicht sein. Ach, Florentin. Willst du vielleicht Steam nochmal neu starten? Okay. Did you try turning it on and off again? Es tut mir leid, ich sehe immer wieder absolut größter Rentner aus, aber wie mache ich denn jetzt hier Steam zu? Ich bin wirklich leider einfach Mac geworden. Auf das Kreuz. ich muss auch an einem Windows-PC gerade spielen. Rechtsklick. Beenden. Alles klar. Okay. Wow. Und jetzt da auf das Steam-Symbol. Immerhin, 4 von 5 haben wir schon. Wir halten gespannt den Atem an. Ich glaube. Hast du eine Einladung gekriegt? Komm, du hast eine Einladung gekriegt. Yes! Das war gut! Yes! Geil! Jetzt geht's los hier! So, jetzt aber, ey! Los geht's, Freunde! Ich hab dich eingeladen, Florentin. Nein, komm, jetzt bitte nicht. Drücken wir einfach. Florentin, enttäusch uns. Mach mal einfach. Ich höre Musik zumindest. Aber ich habe noch diesen ekligen Balken da oben. Annehmen. Yes! Was passiert? Es funktioniert! Das war schief jetzt! Nora, du bist die Beste! Yes!
Okay, jetzt aber. Für die Geschichtsschreiber, Nora hat's gefixt. Jetzt bin ich gehypt. Für alle Leute, die das gerade auf YouTube anschaut, ihr könnt jetzt den Time-Marker machen, wohin die Leute skippen müssen. Ihr nehmt jetzt den Timecode. So, wollen wir mal spielen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Let's go. Schneller Rush mit Dazzle. Okay. Was spielen wir? All Pick oder was? Los geht's. All Pick, was spielen wir? Single Draft? Nee, komm, schon ranked, ne? Oder? Schon ranked auf jeden Fall. Ranked All Pick. Können wir überhaupt schon ranked spielen? Nee, wir können nicht ranked spielen. Wenn du nicht gerankt bist, dann können wir nicht. Können wir nicht? Ranked? Nee. Ranglisten? Achso, warte. Ja, doch, All Pick. Ja, doch, stimmt. Sagt viel über mein Skill aus. All Pick, ne? Ja, einfach All Pick. Ja, komm, All Pick. Wir suchen jetzt eine Ranked-Partie tatsächlich. Um ein Ranglisten-Matchmaking teilzunehmen, müssen alle Gruppen, die mindestens Level 20 sind, sind wir nicht. Dann spielen wir halt normal. All Pick. So, wir suchen jetzt eine Partie. Wollen wir uns schon überlegen, wer was spielt? Also welche Rolle? Ich würde halt, wie gesagt, ungerne Support spielen tatsächlich. Ich spiele Support. Also dafür würde ich gerne Support, aber ich glaube, Florentin ist da auch Anwärter. Ja, ich spiele auch Support. Anwärter. Machen wir beide Support? Ja, ich würde gerne in die Gesundheitsschiene gehen, also mit Heilen und Mana. Wir brauchen E2 gar nicht einfach. Wir brauchen ja E2 Support. Dann machen wir zwei Carry. Du willst ja auch Carry, Steffen, ne? Ja, ich kann aber auch jungeln tatsächlich. Du bist ein Jungle, ja. Kann ich auch machen, ja. Okay. Ich würd auch eher Carry, zumindest nicht Tank. Das kann ich nicht so gut. Okay, dann machst du auch einen Carry, Nora. Ich mach einen Carry, so Semi. Und du machst einen Jungle. Dann spiel ich Jungle, okay. Sagt mir mal, was ich am besten spielen soll. Ich kann euch gleich ein paar Vorschläge geben und dann... Das sind wir gleich. So, annehmen. Accept. Das wird aufregend. Florentin. Oh Gott. Florentin, du musst auf Annehmen klicken. Danke. Ja, ist gut. Ich wollte gerade einfach, ich hab unsere beiden Community-Leute nicht gehört. Ich habe einfach versucht, Nee, jetzt nicht rausreden hier. Kurz im Herzinfarkt gehabt, ja. So, jetzt funktioniert es so, dass man einer nach dem anderen Helden aussuchen kann. Erstmal kann man dem Gegner Helden banden. Nee, kann man in der Hinsicht gar nicht. Dann fange ich einfach an. Ich wähle Support, ich spiele Dazzle, okay? Okay. Jemand was dagegen? Dazzle für Florentin? Nö, ich nicht. Ich würde tatsächlich Lucan spielen. Lucan, dann haben wir einen Witch-Doktor, ist super. Ich glaube noch mal was Lars. Jetzt wäre. Müssen wir mal schauen. Ist er. Guck mal, Lina, ist das cool? Nicht in dem Sinne, nee. Also, du willst aber auch carryen, aber mit Range Hero Air. Wer geht überhaupt in die Mitte? Kannst du Mitte, Digitaki? Nora? Ja. Kurier schon gekauft, ne? Ja, krieg ich hin. Okay, Nora macht mit. Sonst Glow Ranger oder Mirana. Die kann ja auch zum Carry. Oder Luna. Luna finde ich immer ganz nett. Oh ja, Luna ist ein guter Tipp. Ich würde sagen, wenn jeder seine Helden ausgesucht hat, kann jeder ganz kurz mal sagen, was der jeweilige Held kann an Fähigkeiten. Oh, das wird schon. Aber jetzt wählen wir erstmal aus. Es ist noch 4 Sekunden Zeit. Das wäre natürlich noch ein Irrschäcke geil gewesen, aber. Weißt du, wo Luna ist? Müsst ihr picken? Nein. Jetzt verlieren wir Geld. Ja, sehr gut. Oh, sorry. Alles gut. Luna, okay. Du hast die ganzen Wards gekauft, ne? Ja. Also, ich fange mal ganz kurz an. Ich spiele Dazzle, klassischen Support-Helden, der heilen kann. Mit seiner Fähigkeit Shadow Wave kann er verbündete Helden oder Einheiten heilen und fügt außerdem umstehenden Einheiten Schaden zu, gegnerischen Einheiten. Er hat die Fähigkeit Shallow Grave, kann die auf eine verbündete Einheit anwenden. Die kann dann für die Dauer dieses Zaubers nicht mehr sterben. Sie kann also nicht unter einen Lebenspunkt fallen. Und dann habe ich noch hier Poison Touch, eine Range-Fähigkeit, mit der ich einen Gegner verlangsamen kann und einen Schaden über Zeiteffekt anwirken kann. Und mein Ultimate, das ich erst ab Level 6 steigern kann, bewirkt, dass ich meinen eigenen Verbündeten mehr Rüstung geben kann und den gegnerischen Einheiten Rüstung abziehen kann. In einem Umkreis. Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich spiele Lucan. Okay, cool. Wer geht auf welche Lane? Ich gehe nach oben in den Jungle. Top. Ja, ich gehe mit. Okay, ich spiele tatsächlich Bottom Lane. Ja, das ist natürlich jetzt sehr... So, wir haben jetzt erstmal eine Minute Spielzeit, Zeit, bis die ersten Creeps spawnen. Das können wir hier oben sehen. Hier oben sehen wir immer den Timer. Und der zählt jetzt erstmal runter auf 0 Sekunden, dann beginnt das Spiel, indem die ersten Creeps spawnen. Okay, warte nochmal eben. Also, Dazzle, Witch-Doctor, bitte top. Alles klar. Ja. Ihr müsst jetzt zusammenspielen, ich gehe bottom. Es ist jetzt, ja, müssen wir gucken, weil jetzt haben wir einfach einen falschen Support, hätten eher Tiny oder sonst irgendwas haben müssen. Weil wir einen Jungler haben, dann ist es meistens dann Lane. Was anders.
Der erste wichtige Punkt des Spiels sind diese Punkte hier. Das sind die Rune-Spots, wo erstmal Runen spawnen, die man einsammeln kann. Also Steffen, magst du mit auf der Lane gehen? Hm? Magst du mit auf eine Lane gehen, eine Safe-Lane oben? Ja, kann ich auch. Okay. Dann gehe ich mit. Wenn ihr Zeit habt, kann einer runterkommen, ob der ist oder Witchstock da irgendwann. Irgendwann tippen. Careful. The battle begins. Genau, kurze Heldenvorstellung. Ich spiele Lucan. Zum einen kann ich kleine Wölfe beschwören. Die finden mich hier im Jungle sehr, sehr helfen. Außerdem habe ich die Fähigkeit Howl. Damit kann ich für eine gewisse Zeit allen Leben, Lebenspunkte und den Schaden von verbündeten Einheiten und beschworenen Einheiten erhöhen. In der Nacht umso besser. Ich habe eine passive Fähigkeit, die nochmal Lebenspunkte-Regeneration mir bringt. Und mein Ultimate, meine letzte Fähigkeit ist, ich kann mich in einen Wolf verwandeln. Und dann nochmal doppelt so schnell sein und so jede Menge Schaden aushauen. Okay. Ach, jetzt bist du Bottomlane gekommen. Oh Gott. Ja, was hast du gesagt? Okay, ein Support bitte runter, jetzt sofort. Over here. Okay, ein Support bitte runter. Da kann sich hier im Shop. Kann sich hier im Shop dann TP holen. Oh. Ah, Stefan, hast du nicht gesagt, ich soll hier runter? Nee, Safe Lane. Du warst so, in der Safe Lane. Okay, du bist Witch Doctor oder du bist der so? Okay, Witch Doctor, okay, magst du runtergehen? Magst du runtergehen? Ja! Also die Situation in der Top-Lane momentan ist so, dass er hier unser Carry ist, das heißt, der soll ganz viel Last-Hits und ganz viel Gold bekommen, wir versuchen ihn dabei zu unterstützen. Genau, ich sitze hier unten im Jungle und werde hier erstmal diese ganzen Creeps wegfarmen. Hat den Vorteil, ich generiere quasi für mich selbst Lebenspunkte und Erfahrungspunkte und Geld und nehme die keinem anderen weg und habe hier so ein bisschen meine Ruhe. Aber muss natürlich auch so ein bisschen speziell spielen. Was passiert jetzt gerade? Jetzt ist keiner in der Bottom-Lane. Geh zur Bottom. Okay, du gehst jetzt Bottom. Ich gehe auch Bottom. Ja, Leikam, einfach Top-Lane bleiben. Zusammen mit Dazzle. Zusammen mit Dazzle. Jo. Man spürt die Konzentration in der Luft. Hier. Auf jeden Fall. Es ist schon viel schief gegangen, weil wir, glaube ich, alle ein bisschen abgelenkt sind. Es ist natürlich immer schwierig, so ein Spiel zu spielen, direkt on air und nebenbei noch zu reden und so weiter. Das ist natürlich, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Beware the wolf. Gold for me. Indeed. Wo ist denn Slark momentan? Wo ist denn Slark momentan? Ich bin gerade zusammen mit Bitstock. Ich bin rum bei dir. Das muss be. Los, rauf, Witcher! Digga, Attacke! Yes, nice! Sehr schön. First Blood, wir haben den ersten Kill bekommen. Das heißt, wir kriegen mal Bonusgold und haben schon so gut wie gewonnen eigentlich. Oh, pass auf, kommt der Sniper. So, wir spielen eigentlich hier oben gerade gegen den Sniper und gegen den Shadow Shaman. Shaman? Wie auch immer. Ich hab gerade meinen Kurier. Das ist super. Oh Mann! Wir haben Nora verloren. Verdammt. Aufpassen unten, Crystal Maiden. Das war ja klar. Ich hab mal meinem eine Rune. Ja. So, ich hab jetzt schon mal einen kleinen Ring. Bin fast tot! Oh. Okay, ich bin tot. Mist. Okay, wir versuchen gleich nochmal einen Gang. Ich hab Double Damage. Stun mal Crystal Maiden am besten. Ja. Okay. Mach mal einen Fluss, den so. Ach, Attacke, los, einfach, wir probieren's. Go on. Da kommst du. Da kommst du. Nice. Sehr schön. Von wem kommt eigentlich immer diese Rückkopplung?
Oh, hier ist Patch oben. Oh. Patch hat mich hier schön weggefischt, der Penner. Yeah. Der ist irgendwo hier unterwegs. Passt also auf. Right hier. Ja, sorry. Alles gut. Der ist nicht mehr da. Ah, bestimmt von mir kommt die Rückkopplung, verdammt. Du merkst, ich pass gut auf. Hier. Alles im Blick. Ja, alles gut. Das ist ja nur eine einfache Runde. Ganz entspannt ist das ja hier. Ne? Wir wollen jetzt hier auch niemanden... Was? Wollen ja eigentlich auch gar nicht gewinnen. Das ist ja nur ein Freundschaftsspiel quasi, was wir hier machen. Tust. So, ja, damit grüße ich den Chat. Hallo Chat. Hast ihr mich? Was machen wir? Ich unterstütze jetzt jemand ein bisschen. So. Jetzt ist keine Rückkopplung mehr da, ne? Call to battle. Ne, jetzt ist alles cool. Komm zurück, heil mich! Oh, ich konnte nicht mehr stunnen. Alles gut. Aufladen. Wollt ihr den Courier noch upgraden? Klar, sorry, ich vergesse gerade sehr grundlegende Sachen. Okay. Aber kriegen wir hin. Ich höre gerade, dass ich dem Chat Unrecht getan habe, dass die alle ganz süß sind. Ich hole mir mal die Bounty hier oben. Oh, der Schaman ist hier, Achtung, Florentin. Wenn du es dann kannst, dann. Nee, geht ab nicht, ich habe Blau Mana. Okay. Aber wenn es hier geht, können wir. Ja. Now you're talking. Nice one. Good. Aber so schlecht sieht es jetzt noch gar nicht aus. Okay, sie hat zu viel Herz. Vielleicht bist du mal hier unten. Oh, shit. Oh. Ich glaube, ich hätte ihn sehen müssen. Alles gut. Bin selber weg. Die besten Ansagen aus der Mitte, falls Patch mal fehlt. Ja. Also, Bottomline ist jetzt frei. The light has my eyes. Der Patch ist gerade weg, kann das sein? Der ist Bottom. Oh, Achtung, ich versuch's. Ja, ist hier nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr, Florentin, sorry. Sorry. War ich zu langsam? Ach, vielleicht krieg ich den blöden Snapper hier noch. Nee, den krieg ich nicht mehr. Oh, jetzt hat er mich auch, das war dumm. Es ist nicht so einfach. Das Problem ist, beim Matchmaking von Dota, wenn man mit 5 Leuten ins Matchmaking geht, in ein Matchmaking würde ich natürlich sagen, dann kriegt man auch ein 5er-Team quasi als Gegner, was natürlich dem Balancing geschuldet ist, aber da wir jetzt eigentlich normalerweise nicht zusammenspielen, jetzt zum ersten Mal zusammenspielen, ist es natürlich so ein bisschen semi, aber was soll's. So, ich komme wieder hoch. Der Sniper ist ja noch low irgendwo. Ich glaube, wir haben ihn durch unsere Schwäche so weit gebracht, dass es sich vielleicht übernimmt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von unserem bis jetzt nur mäßigen Spiel. Ne, das ist doch unsere Strategie, oder? Habe ich das falsch verstanden? Das haben wir doch vorher abgesprochen. Auf jeden Fall, klar. Dass wir die Leute täuschen, indem wir einfach nicht so gut spielen am Anfang. Am Anfang. So, ich schnappe hier währenddessen noch ein paar Camps. Die Bounty. Okay, mal gucken, was hier passiert. Ein bisschen mal nach vorne gehen. Oh, hier ist Patch, Achtung, Florentin. Oh, hast du einen Zippy? Einen Zippy top? Fuck. Okay, aufpassen. Fuck! Ja, ey, ich war gerade in der Animation für Shadow Grave. Fuck you. Ja, das. Mist. Der Patch ist schon ziemlich stark. Komm, wir gehen auf Crystal Main. Okay. Ich komme auch top, wir greifen an. Kommt schon, die holen wir uns. Ich bin auch gleich back top. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass Patch wieder runterkommt. Ja, hier ist der Schaman. Ja, kann gut sein. Kurz, okay, der baitet uns bestimmt, Ich brauch ein bisschen Mana. Bam! Oh, der kam der Haken, hast du gesehen? Hier, das Patch. Weg. Ah,
Eieiei, ihr merkt schon, hier ist Chaos vorprogrammiert. Kämpfen wir noch weiter? Ah, weggeblinkt. Kacke. Hast du noch irgendwo im Rumdümpeln? Ja, das ist ja, ne? Weg. Scheiße. Wir haben auch schon einen Blinkdagger. Also ein Item, womit er sich teleportieren kann. Das ist natürlich so semi. Verstecke ich mich in unserem Jungle, ich baite die mal, dann greife ich ihn nochmal an. Das heißt, ich tue jetzt so, als wäre ich schwach und alleine. Dann denken die, den hole ich mir. Dann habe ich aber hier meine beiden Freunde im Jungle sitzen. Aber das Plag ist schon wieder weg, oder was? Ja, das ist, glaube ich, schon wieder abgedampft. Ich muss auch erstmal ein bisschen stärker werden, leider. Ich bin im Early Game sehr, sehr schwach, leider. Ich brauche erst ein bisschen Items, ein bisschen Level. Also Crystal Maiden. Aber Patch ist, glaube ich, wieder missing, also pass auf. Okay. Braucht ihr Hilfe, Bottom? Okay. Okay. Aber auf Crystal Maiden. Okay, dann da. Ja, okay. Wo ist er? So, ich jetzt zumindest schon mal mein Ulti. Ist Patch bei euch unten oder? Ja, ist er. Alter. Schön genutzt. Na, ich sag mal so, wir haben uns eine schnelle Runde gewünscht. Brauchen wir uns auch nicht beschweren, ne? Oh, oben werden wir gerade angegriffen. Ich kann da leider auch relativ wenig alleine machen. Ja, ich komm da mal hin. Ja, das fällt. Bisschen nicht hin. Der erste Tower ist gefallen. Just terrible about that. Ja, vielleicht komme ich da doch nicht hin jetzt so alleine. Ich bin ja sonst auch noch da, keine Sorge. Und ich habe jetzt vor allem mein Ulti gerade ready. Aber mir fehlt gerade ein bisschen Mana leider. Okay. Yes. Ich hab Scheiße gebaut. Du hast Scheiße gebaut? Ja. Deswegen bist du gestorben. Ich war gierig. Oben ist gerade niemand von den Gegnern. Ja, da sind viele Leute bottom. Okay. Das sagt gleich einiges. Kämpfe bottom oder was machen wir? Ich muss aufpassen, nicht, dass Patch dich huckt. Verteidigen wir bottom oder was machen wir? Wir müssen mal langsam mal einen Kampf finden. Jo. Ja, alle, ne? Ich komme runter. TP wird gerade angeliefert, dann komme ich runter. Ich hab mein Bestes gegeben. Ah, ich muss kurz Mana aufladen. Ist auch so ein typischer Supporter-Spruch. Ich bin ja Jungler, kein Supporter. Ich hab nie Mana. Ne, ich meinte Florentin. Achso, okay. Ja, yeah. Miranda, wenn du eine Ulti zünden willst. Okay, wir können gleich gut kämpfen. Okay, ich komm runter. Okay, wir haben jetzt gleich maximale Rüstung durch meine Ultimate. Okay. Okay, wir da. Okay, go, go! Okay, ciao! Nee, ihr hättet wegbleiben müssen, das war ein Fehler von mir. Und jetzt stirbt ihr alle. Ja, komm schon! Ha, ich hätte fast gehabt den blöden Patch. Schade. Ah. Naja, mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Oder wie heißt das so schön? Ja. Du hast Steffen alle nach unten gleich? Your middle tower is under attack. A broke out! Ja, wir müssen eigentlich versuchen, die zu separieren. Das ist halt das alte Problem beim Stream, ne? Dass sie halt auch gleichzeitig den Stream schauen können und dadurch halt unsere Taktik wissen. Ja, dadurch, dass wir halt zufällige Spieler haben, ist es ja noch maximiert quasi. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Also, das ist ja. Ach, weiß man ja nie, wer das. Achtung, ich werde diesen Tower denyen. Ja, ihr seht schon oben, Isle of Cake ist Godlike, das ist der Patch-Spieler, der ist also, Eieiei, okay. Mein Ulti ist leider gerade noch nicht ready. Your bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Ja, aber das liegt aber auch immer noch an den Steam-Servern. Also ich habe hier so einen
Ruckel gefühlt. Komm, ey. Puh. Also ich spiele die Lex noch sehr hart gerade. Ja, ich auch. Es ist irgendwie echt hart gerade. Oh, da kam der Hook gerade angeflogen. Oh, oh. So you say. Also ich habe hier unten ein bisschen Angst, aber wir verteidigen hier weiter. As must be. Ja, verteidigen oder. Hey, ich hab einen Plan. Wir kommen zusammen, wir smoken. Wir smoken. Und dann greifen wir die an und bringen sie um. Okay. Der Smoke ist schon wieder abgeflogen, kann das sein? Es hat überhaupt nicht funktioniert. Der Smoke ist irgendwie abgeflogen, relativ schnell bei dir. Ja, wenn ihr in die Range kommt von dem, was ihr seht, dann ist auch das Smoke weg. Oh, das ist fast erwischt. Gegen Ward. Ich habe keine weiteren Ideen mehr. Ja, Okay, es geht jetzt gerade unsere Bottom Barracks zu verteidigen. Wenn die Gegner es schaffen, diese beiden Gebäude hier zu zerstören, werden ihre Creeps stärker, die regelmäßig spawnen. Dadurch haben wir es immer schwerer, das Spiel noch zu gewinnen. Okay, Sniper ist weak. Ja, versuchen wir es mal. Okay, wir kriegen einen Kill, wir kriegen Sniper. Den kriegen wir. Komm schon! Ah, hier ist Patch, Achtung. Okay, Fertig unten. 25 zu 5, das ist top. Komm, den haben wir doch gleich, den scheiß Sniper da oben. Meine Wölfe haben den gleich. Yes! Nice. Got him! Endlich mal. Irgendwie so ein Pro-Skill, super. Klasse gemacht. Danke meinen Teamkameraden, ohne sie wäre dieser Kill nicht möglich gewesen. Auch wenn sie dafür ihr Leben geben mussten. Das könnte der Umschwung gewesen sein. Jetzt für Sniper Todes haben wir eigentlich jede Möglichkeit. Oh, dieser nicht. Dieser blöde Patch, ey. Aber der ist fast tot. Komm, du kriegst noch Luna. Komm schon! Komm on! Scheiße! No, jetzt weggeblinkt. Oh. Aber jetzt, der Shadow Shaman. Komm schon, jetzt Steffen! Ist die Zeit der Rache! Jetzt die Zeit der Rache! Okay, Steffen ist kurz dabei. Yes! Perfekt gelandet! Nice. Mega Kill-Serien beendet. So muss man das nämlich machen. Und jetzt drehen wir das Spiel hier um. Komm schon, jetzt drehen wir das Ding. Wir drehen geil, das Ding. Das war alles Taktik. Keine Alleingänge mehr. Ich ward jetzt auch mal ein bisschen, dass wir irgendwie keine Überraschungen mehr bekommen. Yes. Und dass wir ein bisschen Patch ein bisschen kontrollieren können. I'm with you. Hey, warte. So. Wo sammeln wir uns denn? Taktik-Experte Steffen, was ist der Plan? Wir liegen hinten. Was können wir jetzt noch machen, um zu gewinnen? Oh. What? Okay, ich nehme es gut. Okay, kämpfen wir Patch? Yes, oh no. Wir sind gerade okay, alle. Wir kämpfen. Ja, komm, wir sind gerade eh da. Fuck. Okay, weg. Wo wäre es hier alles? Sniper rennt weg. Ja, der Patch weg. Kommt dann wieder. Okay, jetzt, okay. Können wir den kriegen wir nicht mehr. Wäre zu gefährlich. Ja, der kommt wieder zurück. Flo. Okay, jetzt waren wir in der Sichtrange. Vielleicht kommt er wieder. Aha. Okay, die hatten hier gewartet. Chaos Knight war nie im Kampf dabei, oder? Der farmt die ganze Zeit nur. Wer? Chaos Knight. Ja, stimmt. Okay, der versucht jetzt Top. Hast du Hilfe, Top? Kämpfen wir schon? Top, Top, wenn du Bock hast, komm Top. Ja, komme. Ich hab meine Ulti ready, also wir können gleich mal rein. Überstecken. Okay, go. Ich würde die uns stunnen. Okay, wir können. Wahrscheinlich der da hinweg läuft, nehme ich jetzt mal an. Ja. Dann stamm ich mir den gleich mal. Slow. Nice. Den kriegen wir, komm. Yes, Leute, sehr gut. Nice. Wir bleiben zusammen. Alle Bots. Wir kämpfen als Team. Und der Support. Oh, Bottom. Alle nach Bottom. Kein TP. Frage. Jo. Okay, oh, super. Da kam der Hook wieder an. Ja, unser Rune ist leider nicht aktiv. Ich kann es leider den Fall des Turms nicht verhindern. Oh, das Patch. Ja. Jetzt pushen sie natürlich hart. Oh. Okay, ich kauf zurück, wir kämpfen. Ja. Okay, auf den Shadow Shaman. Komm, auf den Shadow Shaman. Wir sind alle noch voll und Patch wird gestackt. 21. Jetzt die Death Ward rein. Die Death Ward. Frühjahr. Los, Wölfe! Ah, schade, nicht geklappt.
Schade. So halb. Ja. Das war so halb. Naja, 33,8. Wir liegen jetzt knapp hinten, würde ich sagen. Das ist jetzt kein... Das kann man noch aufholen. Ah, nein. Das ist doch ein guter Anfang. Und die Sonne blendet auch. Ja. So, die Bottom Barrels von Barracks und uns sind jetzt zerstört. Das heißt, unten werden wir jetzt gleich Probleme mit etwas stärkeren gegnerischen Creeps kriegen. Wie Florentin schon vorhin wunderbar erklärt hat. Genau, die heißen jetzt Super Creeps und sind super. Okay, die formieren sich mit, Dann gehen wir zu mit. Okay, wir machen nochmal einen taktischen Smoke. Patsch kommt hier. Lanz Patsch krallen. Alle zu Patsch. Oder ich bin bereit. Ja, wir kommen. Go. Ja, den kriegen wir doch noch. Kacke. Yes, es war eine Elo. Geist. Na toll. Yes. Großartig. Ich habe nice. Also ich finde das, ich werde das als Erfolg. Ich kurz ein bisschen gefreut und jetzt bin ich, dafür ist die Enttäuschung jetzt umso größer. Die sind Roche wahrscheinlich, oder? Kann es sein? Ne, die sind top. Die sind wahrscheinlich top. Ja, die sind top. Ich hab leider gerade keine top, TP. Oder was? Ja, hoch da. Ich hab leider gerade keine TP. Eieieiei, da kommen sie. Top. Ja, pass auf, der Patsch, der ist noch irgendwo. Leute! Oh, das war knapp. Alter, was machst du? Oh Gott! Geh auf den Chaos Knight, das ist fast down. Ja, sorry. Alle auf die Illusion! Ja. Die können wir wenigstens töten. Jetzt auf den Sniper, kommt. Auf den Sniper! Ich bin in ein blödes Huhn verwandelt. So, hier, drauf da jetzt. Ah, der lebt noch! Sehr gut. Der Sniper ist fast tot, Ey, die haben fast keine Illusionen mehr, das war super. Ja, das war echt ziemlich gut. Das ist echt, das hast du gerade. Okay. Hey! Wer spricht denn da, Felix? Wir verziehen so lange, bis es vorbei ist, danach kommt direkt, da sind wir noch voll gut, die morgen hoch der Master. Oh, genau. Okay, Rücken an der Base. Remastered kommt sofort danach. Keine Sorge, das kommt gleich. Das Spiel kann nicht mehr so lange dauern, also wir werden nicht sehr lange überziehen. Macht euch da keine Sorgen. Ach, jetzt komm, ey! Geht alles. So, count that bitch! Jetzt drauf da, komm! Mach ich fertig! Bring ihn um! Komm schon, tu es! Go! Ich bin zu langsam! Du hast Lifesteal, burst ihn! Komm schon! Tu es! Luna, stun ihn für eine halbe Sekunde, bring ihn um! Komm schon! Das war auch knapp, Leute. Komm, ich kauf mich zurück. Zack, zurückgekauft. Jetzt geht's aber los. Alle zurückkaufen, Leute. Zack, jetzt ist auch schon egal. Ready. Ich verkauf alles und hol mir ein Rapier, Leute. Jetzt auch nicht. Jetzt scheiße. Ja, den Charmen. Jetzt ist eher alles egal. Komm, Leute. Okay. Ich hab ihn noch getötet. Zu spät, Und perfektes Grave. Und... Hook ausweichen. Boom! Okay. Ach ja. Okay. Wer Tipps hat, wie wir uns in dieser brenzligen Situation... Komm schon, tu es, Nora! Töt ihn einfach! Nora, bring ihn um! Komm schon! Block ihn, Blockstar! Mein Gott! Sehr gut, Stun! Scheiße! Jetzt Death Ward, komm schon! Du bist Level 9 und hast kein Ultimate, okay! Ist okay, alles cool! Sehr gut, mega gut Hook ausgewichen! Jetzt einfach mach ich fertig! Komm schon, bring ihn um! Thread Switch, wo bist du? Komm schon! Du musst das Thread switchen, ey, was machst du denn, Steffen? Was passiert hier gerade? Was machst du denn, Steffen? Das switcht man auf Int, ey!
Komm jetzt all in, ey. Jetzt noch einmal smoken. Einmal smoken, Roshan, und dann nochmal alles von unten komplett aufräumen. Jetzt ist er geschwächt. Fuck, Leute, die greifen unsere Agent an. Schon langsam müssen wir was machen. Leute, ey, was sollen wir da machen? Ich glaube, wir haben die jetzt ja, lang genug gesehen. Ja, nice. Okay, ich weich dem Hook aus. Es war knapp. Hätten wir noch schaffen können. So, bleibt nochmal dran. Wir machen jetzt noch 4,5 Stunden Taktikanalyse. Was ist alles falsch gelaufen in diesem Spiel? So, ey, aber ganz wir kurz. Hatten Spaß, oder? Wir schauen mal ganz kurz in die Statistik. Also, ja, die meisten Tode habe ich mit 13 Toden, 2 Kills immerhin. Das, was für ein Support nicht schlecht ist, möchte ich hier mal ganz kurz an der Stelle sagen. Ansonsten alle Tode im guten zweistelligen Bereich, das ist auf jeden Fall auch schon mal solide. Ja, das war der Punkt, da kann man es genau sehen bei den Graphen. Das war der Punkt, hier hat sich alles entschieden. Das war der Punkt, wo Gelb einfach davon gezogen ist. Das war der Punkt, da war einfach ein vehementer Fehler. Ich glaube von Steffen, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich glaube, Steffen hat hier, oh, man sieht hier, Pudge ist komplett davon gezogen. Naja. Was sagst du, Florentin? Haben wir Dota auf Rocketbeam TV etabliert? Eigentlich ja, ne? Ich würde sagen, jede Niederlage führt einen weiter zum Sieg. Wir haben eine Menge zu tun, wir haben eine Menge Lektionen, die wir ziehen können. Ja, ich würde sagen, es war nicht von... Es ist unfassbar schwer, gleichzeitig Dota zu spielen und irgendwas zu sagen. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Dota ist echt ein anstrengendes Spiel. Ich habe komplett vergessen zu warden. Ich glaube, ich habe keine Boots gekauft während dem gesamten Spiel, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe wild rumgesmoked. Nichts hat funktioniert. Also es hat mich sehr beeindruckt, wie ablenkend das doch dann ist. Wir haben uns heute alle nicht von unserer besten Seite gezeigt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jeder kann jetzt noch mal nach Hause gehen und ich glaube, wir haben eine Menge aufzuarbeiten. Der Steffen, komm schon, Steffen. Es war nicht allein deine Schuld. Wir haben eine Menge aufzuholen, wir haben eine Menge Fehler zu analysieren. Mhm. Ob und wie dieses Format weitergeht oder ob wir jetzt ein restliches Jahr noch von GIFs aus dieser einen Sendung leben müssen, was den Unterhaltungswert angeht, wird sich noch zeigen. Aber vielen Dank an jeden Fall an Nora, dass sie so tapfer mitgeholfen hat. Ich glaube, als einzige Spielerin Klasse gezeigt hat, ja. Nicht geflamed hat, sie ist nicht wütend geworden, sie hat weiter durchgezogen im Stil. Danke, Nora. Du warst mein persönlicher MVP an der Stelle. Ja, ich habe dann einfach nicht Push to Talk gedrückt, aber als Frau nehme ich natürlich die ganze Schuld auf mich. Und den Hass des Chats auch. Ja. Danke. Es ist eine Niederlage auf kompletter Ebene. Menschlich, technisch, die Menschenwürde ist nicht mehr intakt. Ich weiß auch nicht, haben wir noch Zeit? Haben wir überzogen? Nee. Haben wir unterzogen? Wir sind komplett drüber. Weiter geht's mit Moin Moin. Modern Warfare geht's weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Es tut mir leid, ich habe leider den Namen unseres männlichen Spielers vergessen. Egg, vielen Dank nochmal an dich an der Stelle, dass du so tapfer eingesprungen bist in die Bresche. Wir schauen mal, wir nehmen uns die Kritik zu Herzen. Bitte einfach Spieleanalyse. Schaut nochmal in jeden Moment rein und listet nochmal die ganzen spielerischen Fehler auf, die wir alle gemacht haben. Ich glaube, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem ersten Experiment, bei diesem Versuch hinein in die Tiefen von Dota. Mir hat es Spaß gemacht, ey. Wir haben nicht alle so gut gespielt, wie wir es normalerweise können. Wir schämen uns alle und wir gehen jetzt nach Hause und waschen uns. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Und wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Macht's gut und jetzt spielt viel Spaß mit Modern Warfare. Haut rein! Dota! Macht's gut! Ciao! Fedora!